sind wir wieder hier bei Hollow Knights. Willkommen zurück in dieser kleinen, putzigen Welt. Ich möchte jetzt gerne gucken, dass ich nach oben komme. Warte, wir können jetzt ja nach rechts. Weil ich möchte mir gleich den Kompass holen und die Feder fürs Malen. Ja doch, das klingt doch cool. Da kann ich nämlich Karten zeichnen. Ich hoffe, ich kann das nicht nur einmal einsetzen. Ha. Das abnehmen kann ich nicht, schade. Oh, da ist eine Truhe. Oh, Leute. Muscheln. Oh, Leute. Kommen wir noch nicht hoch. Jetzt sollen wir noch nicht sterben. Das wäre sehr fatal. Was haben wir denn hier? Fackel. Masken. Eintreten. Geht es denn jetzt hin? Erstmal ausruhen. Gespeichert. Gwen O'Neill mehr. Willkommen aus der Dunkelheit geschlichen. Du siehst aber ernster aus. Ein seltsames, leeres Gesicht und eine fürchterlich aussehende Waffe. Etwas sehr Wichtiges führt dich in die Leiche Heilands Nest. Aber ich werde dich nicht danach fragen. Bist du vielleicht zu mir gekommen, weil du meine Hilfe benötigst? Mehr Worte brauche ich nicht, Freund. Ich werde dir ein Geschenk machen. Einen gemeinen, kleinen Zauber, den ich selbst erschaffen habe. Passt genau zu deinem kleinen Knirps wie dir. Oh, Rachegeist konsumieren. Drücke kurz B, um den Geist zu entfesseln. Zauber verbraucht Seele für Seele. Fülle Seele wieder auf, indem du den Gegner angreifst. Was war das? Ich bin aufgewacht. Ich muss mich entschuldigen. Ich hätte dich wohl vor der Kraft des Zaubers warnen sollen. Ich habe über dich gewacht, während du geschlafen hast und bin wohl selbst eingenickt. Nun, da wir wach sind, sollte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Nicht im Gegenzug für das Geschenk, versteht sich, sondern einfach, weil wir jetzt Freunde sind. Weißt du, eine schreckliche große Bestie hat sich im Herzen dieses Tempels eingenistet. Welch Respektlosigkeit. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du gehen und sie für mich erschlagen könntest. Es ist ein hartnäckiges Geschöpf, aber mit deiner neuen Kraft wird es dir nicht gewachsen sein. Viel Glück mit diesem kleinen Gefallen, mein Freund. Holy moly. Kann man das auch nach oben machen? Nein. Wow. Swoosh. Ich möchte aber jetzt dann doch... Braucht ganz schön viel Seelen. Ich würde aber gerne irgendwie nach Missmoon kommen. Au. Sofern mir das erlaubt ist. Kackviech. Geh weg. Alter! Oh, das Mistviech! Nein! Nein! Alter, das Spiel verzeiht aber auch echt nicht so. Geh mir aber auch auf den Keks. Und noch einer. Hehe. Rebecca. Swoosh.
Ahnung, wo wir sind? Alter! Komm ich da nicht hin? Aber das ist doch hell! Oh, Menno. Glitschiges. Extra Leben. Extra Leben. Ich frag mich gerade, wie wir da hochkommen. Ihr blöden Ekelviecher. Gar nicht hoch, oder? Hm. Weiß ich gerade aber auch nicht so ganz weiter. Wir haben aber immer eine ziemlich coole neue Fähigkeit, muss ich eingestehen. Geht's halt hier. Scheiße! Okay. Hm, jetzt weiß ich auch, wie wir die platt kriegen. Was ist das da? Talisman halten, Seelenfänger. Du bist ein Talisman, um seine mächtigen Fähigkeiten zu aktivieren. Um einen Talisman auszurücken, öffne das Talisman-Menü, während du dich auf einer Bank ausruhst. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Entzückt! Ich bin entzückt. Na, Mino. Das ist vollbracht, du hast die Bestie erlegt. Ach, der da oben. Das arme Ding ist, muss schrecklich Angst vor dir gehabt haben. Es war früher recht friedlich, aber die ranzige Luft in den Höhlen hat es mit dem uralten Zorn erfüllt. Und du hast getan, was getan werden musste. Ich bin dir dankbar. Wir wissen natürlich beide, dass du das ohne meinen Zauber nicht geschafft hättest. Und schau, das Tor zwischen uns hat sich geöffnet. Du kannst es wahrscheinlich kaum abwarten, deine Reise fortzusetzen. Gehab dich wohl und verliere niemals deinen Glauben. Wonach du es suchst, es wird dich finden. Vielen Dank. Schneckenschamane. Um einen Talisman auszurüsten, öffne das Talisman-Menü. Von Schamanen genutzt, um aus der Welt um sich herum mehr Seelen zu ziehen. Erhöhe die Menge an Seelen bei den... Nehmen wir. Danke, mehr Seelen. Und jetzt aber ratzifatzi müssen wir hoch nach Missmund. Will ich hier runter? Ah, komm. Was soll der Geiz? Dann öffne dich. Oh, was ist das? Tut mir leid, dass ich dich verpasst habe. Wenn du dich verlaufen hast, warum kaufst du nicht einfach eine Karte von diesem Gebiet in unserem Geschäft in Mistmund? Jetzt zu einem exzellenten Preis erhältlich. Cornifer. Dankeschön, Cornifer. Das machen wir doch glatt. Einmal ganz hoch. Oh, du Kackfliege.
aber hurtig, hurtig. Schnell rein. Da sind wir wieder. Barpanada. Jawohl. Ja. Banknadel. Verkäufernadel. Kokonnadel. Hirschkäfernadel. Also Quellen. Warte mal, wo ist denn die? Ah, die Feder. Ja. Die wollte ich haben. Okay, Banker und andere raus. Rastpunkte aufeinander finden oder Chef. Wir kaufen jetzt einfach mal. Ein bisschen einen Hirsch, heiße Quellennadel, dann nehmen wir auch. Und die Hirschkäfernadel. Die können wir jetzt leider nicht mehr kaufen. Aber wir haben gut eingekauft. Jetzt gucken wir mal. Ah, seht euch das mal an. Ich springe jetzt einfach mal hier hinunter wieder. Sehe ich denn jetzt auch, wo ich bin? Ah nein, dafür muss ich erst einmal glaube ich wieder runter, ne? Dann muss ich dann hier rauf. Ah, alte LW, genau. Karte. Stadtwappen. Stadtplatte. Und dem Wappen von Heiland, das Hauptstadt, hat eine Vorrichtung auf der Rückseite, die in eine Öffnung passen würde. Ja, wir wissen nur noch nicht, wo rein. Rachegeist, Fokus, alter Nagel. Ach, das nennt sich Geo. Wir sammeln Geos. Kleine, putzige Geos. Nee, ich weiß, wie ich das mache. Ich weiß ja ungefähr, wo das war. Wir steigen empor und dann können wir nämlich mit dem guten alten Hirschkäfer. Nicht nur das, ich habe hier auch eine Bank, ne? Und die schwindende Stadt. So. Ja. Jetzt haben wir nämlich einen Kompass. Und da haben wir das. Sehr schön. Das war das, was ich haben wollte. Kreuzung, ne? Ja. Oh. Hier sehen wir jetzt nämlich alles. Ahnenhügel. Und hier ist auch die Bank. Da hinten haben wir noch eine Bank. Und dann können wir dann hier rechts. Das ist doch schon viel schöner, wenn wir jetzt wirklich uns auch ein wenig orientieren können. Ist doch gleich schon viel besser, oder? Schaut ihr mir doch gleich mal zu. Ich weiß, dass irgendwo noch so ein Dicker war, ne? An dem wir nicht vorbeikommen, weil wir den ja nicht angreifen konnten. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wo. War das denn? Auch noch nicht vorbei. Gut. Ich weiß gerade nicht, wofür die Legende komplett stand. Wir gehen einfach mal nach komplett rechts. Das klingt doch nach einem guten Plan. Wir können ja uns zur nächsten Bank da hinten rechts vorschlagen, vorpreschen. Und sammeln nebenbei. Oh, warte. Was ist das da oben denn? Ach, das war nur so ein Energy-Sammler. So ein Seelengefies. Ich
habe aber jetzt noch nicht so hundertprozentig auf dem Schirm, was jetzt Phase ist. Das ist doch nicht fair. Fette Fliege. Nein. Mutter gewesen, ne? Da haben wir alle. Voll ja. Da hinten ist auch eine Bank, ne? Da ist eine Bank, aber wir kommen noch nicht hin. Wie viel tiefer müssen wir gehen? Oh, was? Wer bist du? Verstehe, dieses alte Dorf, was für ein eigenartiger Traum mich hier hinuntergeführt hat. Wenn du mich nicht gefunden hättest, wäre ich wohl nie erwacht. Ich bin Sly. Normalerweise führe ich ein eintöniges Leben oben in Mistbund. Diesen Ruin bekommt mir nicht, also mache ich mich besser auf den Rückweg. Wenn du wieder oben bist, komm mich besuchen. Ich bin wahrscheinlich der freundlichste Genosse da oben und ich will mich noch richtig bei dir bedanken. Okay, merke ich mir. Danke, kleine Fliege. Kleine süße Fliege. Quick Point. Ach nee, da geht's sogar einfach weiter. Das wuschen wir doch mal ein wenig nach oben. Wie kann ich helfen? Au! Nein! Oh, das Ding habe ich ja gar nicht gesehen. Puh. Hallo! Ich bin gleich tot. Lass mich alleine. Was ist denn heute los hier?
kommen langsam hoch. Oh. Oh. Sehr schön. Abkürzungspunkt. Ja. Ich strahle schon wieder. Schaffen wir das, schaffen wir. Ohne Mistmund, dann können wir nämlich in der nächsten Folge mit der kleinen Fliege sprechen. Ah, nach rechts. Links. Und ich kann mir nachher noch Kokon-Dingsi kaufen. Oh, das war knapp. Wir wissen es nicht. Wir finden wir noch raus. Da vorne geht's hoch. War doch hier, ne? Ja. Da. Hoch, hoch, nach Mistmund. So, dann setzen wir uns jetzt Bank. Da hat der Laden offen. Liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir wieder Hollow Knights spielen. Bis daraufhin, habt noch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, was auch immer. Horido.